Die Therapie der einseitigen Rekurrenzparese, und es ist ganz wichtig, dass es die einseitige und nicht die beidseitige ist, also die einseitige Rekurrenzparese wird therapiert, indem, und das ist biomechanisch ganz einfach zu erklären, das Stimmband, was zur Seite steht, wo eben die eine nicht hinkommt, dass etwas hier rein gespritzt wird oder unterfüttert wird oder so korrigiert wird, dass eben die andere Seite gegenkommt. Es ist wie beim Klatschen, so kommt ein Ton, so kommt kein Ton zustande. Das war so einfach, dass man schon vor über 100 Jahren diese Methoden erfunden hat. Übrigens, beide Methoden, die ich jetzt erkläre, wurden in Deutschland erfunden. Und zwar ist das einmal das Einspritzen von einem Material in das Stimmband, sodass es eben in die Mitte kommt. Und das andere war, dass man eben eine Operation gemacht hat, wo man dieses Stimmband in die Mitte rübergedrückt hat. Die Dimension eines Stimmbandes ist relativ klein. Wenn man eine 1-Cent-Münze hat, die ist 15 mm im Durchmesser, das ist ungefähr die Länge eines Stimmbandes. Relativ klein. Wenn Sie mal eine 1-Cent-Münze zur Hand nehmen, dann werden Sie das sehen. Gehen wir jetzt mal auf die Therapie. Muss denn überhaupt operiert werden oder kann man das auch ohne Operation machen? Nun, das kommt darauf an, je nachdem, wie die Ausprägung der Rekurrenzparese ist. Wenn wir Patienten haben, die eine Rekurrenzparese seit kurzer Zeit haben, werden wir natürlich erst versuchen, die natürlichen Kompensationsmechanismen anzuregen. Wir sagen, wenn Sie eine einseitige Rekurrenzparese haben, benutzen Sie die Stimme. Stimmschonung wird Ihnen nicht helfen. Aber wie benutze ich die Stimme? Da gibt es viele Anleitungen und am besten ist das, wenn man das über eine systematische Stimmübungsbehandlung macht, eine Stimmtherapie. Aber benutzen Sie die Stimme. Natürlich ist die Benutzung auf der einen Seite kann stimmhygienisch gut sein, aber Schreien und Brüllen wird nicht viel helfen. Aber doch viel anregen ist gut, und zwar regelmäßig, täglich, mehrfach. Die Stimmschonung ist nicht gut. Also flüstern, sich zurücknehmen, es wird schon wieder werden, ist bitteschön nicht das Thema. Die Stimmübungstherapie soll dazu führen, dass einmal die Restbeweglichkeit, und die ist meistens vorhanden, noch mehr stimuliert wird, aber vor allem die Gegenseite dazu animiert wird, noch mehr rüber zu gehen. Wir nehmen mal das Bild, dass das Stimmband, das Gelähmte, hier steht, dann soll eben das andere nicht nur bis zur Mitte gehen, sondern sogar überkorrigieren. Und das kann der Körper auch und das muss man ausloten. Wenn man das schafft und dann eben in eine Situation kommt, wo man zufrieden ist mit sich, dann braucht man keine weiteren therapeutischen Optionen. Aber was ist, wenn es nicht funktioniert? Wie sieht es aus? Kann man etwas anderes noch zu Hause tun, um das zu verbessern? Wir haben auf unserer Website eine Tube Phonation, das ist die Semi-Occluded Vocal Tract Exercise. Das ist dieser kleine Schlauch, der Blubberschlauch. Und dann taucht man den eben in Flüssigkeit, das können Sie sich dort ansehen. Das ist ein probates Mittel, das empfehlen wir auch. Wie sieht es aus mit Elektrostimulationstherapie? Sie ist hilfreich, wenn Sie frühzeitig über viele Minuten, vielleicht auch Stunden pro Tag beübt wird und regelmäßig, das heißt jeden Tag. Der Hauptgrund, warum das nicht funktioniert, ist, dass eben die Patienten gar nicht an so ein Elektrostimulationsgerät kommen, und zwar dann, wenn sie es brauchen. Und das ist häufig, jetzt brauche ich es und nicht erst in 4 oder 8 Wochen. Was kann man noch machen? Eigentlich können Sie außer der Stimmübungsbehandlung nicht viel für sich selbst machen. Massagen werden hier nicht helfen. Vielleicht hilft eine osteopathische Übung, um den Muskel, der ja überanstrengt wird, kompensatorisch, etwas zu lockern, dass wir nicht durch unsere Übung selbst Schmerzen erhalten. Am besten aber eine systematische Stimmübungsbehandlung. Sagen wir mal, die ist gemacht worden und es hilft trotzdem nicht. Was kann ich dann noch machen? Wir empfehlen, und das sind auch die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse, meist aus den USA, dass die Unterfütterung, das Einspritzen, also die Medialisierung, die Augmentation, das sind alles Worte für die gleiche Sache, dass das in die Mitte stellen des Stimmbandes sofort hilft. Um es nochmal ganz deutlich zu sagen, wenn ein Patient zu uns in die Stimmklinik kommt, und das Stimmband steht eben nicht in der Mitte, kann man durch eine Einspritzung in das Stimmband
das Stimmband in die Mitte stellen und sofort wird die Stimme besser. Sofort wird die Stimme besser. Aber ist das auch das Mittel der Wahl? Wir haben in der Vergangenheit Hunderte und Hunderte Unterfütterungen oder Einspritzungen in der Praxis sozusagen gemacht, am Stuhl, der Patient sitzt vor uns, aber wir sind dazu übergegangen, jetzt doch diese Unterfütterungen in Vollnarkose zu machen, in einer Kurznarkose ambulant. Warum? Weil nämlich es sich gezeigt hat, dass das Stimmband, wenn es in die Mitte gerückt wird, das Einspritzen selbst zwar hilfreich ist, fast egal, was Sie reintun, aber das Modellieren, das Begradigen des einen Stimmbandes, sodass die andere Seite ideal dazukommt, das kann man eben doch besser in einer Kurznarkose. Wenn ich also eine Rekurrenzparese auf einer Seite hätte und mein Operateur würde mir sagen, entweder nur einspritzen oder einspritzen und etwas modellieren, würde ich natürlich sagen, Mensch, bitte modellieren Sie doch die Stimmlippe, damit sie ideal zur anderen passt. Direkt postoperativ haben wir einen guten Erfolg. Das ist unweigerlich und auch gut so. Warum ist aber die Stimmlippe oder warum ist die Stimme direkt nach der Operation nicht ideal? Naja, das liegt einfach daran, dass wir als Operateure etwas einspritzen. Wir überkorrigieren das, weil wir nämlich wissen, dass das Implantat, so gut wir es auch modellieren und einspritzen, sich noch in den nächsten Stunden und Tagen zurechtrückt in der Stimmlippe oder in dem Stimmband an der Seite. Und es gibt einspritzungsbedingt auch ein kleines Ödem, also eine Schwellung. Und manchmal ist das Implantat auch so, dass es reagiert mit dem Gewebe. Aber was man sagen kann, ist, dass nach 3 Tagen bis 2 Wochen nach einer solchen Unterfütterung oder Einspritzung die Stimme so sein soll, wie wir sie erwarten, nämlich so gut wie fast normal. Das ist das Ziel der Therapie der Rekurrenzparese beim Einspritzen. Natürlich gibt es auch viele Fälle, was ist, wenn die andere Seite sich nicht richtig bewegt, welches Mittel kann man wählen. Wollen wir das mal systematisch aufarbeiten. Ganz wichtig für uns, für die Wahl, was kann man einspritzen, ist, dass man weiß, wenn die Stimmlippe in die Mitte gestellt wird, dann soll sie fest sein, damit die andere Seite gut gegen ein Widerlager klatschen kann. Wenn die Stimmlippe weich wäre und nachgeben würde, dann wäre der Ton nicht so laut, wie wenn ich einen festen Hintergrund habe, einen Widerstand. Das bedeutet, je fester das Material, was man einspritzt, desto besser ist das für eine laute Stimme. Und die wollen wir erhalten. Das bedeutet, weiche Materialien wie Hyaluronsäure oder Fett sind nicht die erste Wahl bei der einseitigen Rekurrenzparese. Sie sind zwar gut, sie werden immer helfen, aber besser ist es, je härter das Material ist. Am besten so hart wie ein Stück Holz oder ein Implantat. Aber jetzt kommt noch etwas Zweites dazu. Wir müssen auch das Timing berücksichtigen. Aber dazu kommen wir noch später. Wir kommen also jetzt nochmal zu der Implantation eines Mittels. Wenn man etwas reinspritzt in die Stimmlippe, dann muss das fest sein. Und da gibt es ein Mittel, was wir bevorzugen, Calciumhydroxylapatit, kann man kaum aussprechen. Das ist ein Mittel, das ist ein künstliches Knochenmehl, aber eben synthetisch hergestellt, wird eingespritzt. Wir haben noch nie eine allergische Reaktion darauf gesehen, bei Hunderten und Aberhunderten von Injektionen. Und das kann man auch gut modellieren. Das bleibt nicht ewig. Und das ist in den meisten Fällen auch gut so. Denn wir wollen ja abwarten, vielleicht kommt der Nerv ja wieder und dann wollen wir das Implantat nicht für ewig drin haben. Aber auf der anderen Seite, wenn ich eine Rekurrenzparese jetzt habe und die bleibt vielleicht monatelang, bis sie wiederkommt, will ich ja diese Zeit überbrücken. Ich will ja nicht mit so einer Stimme monatelang rumlaufen. Also spritzt man etwas rein, was monatelang hält. Und das Calciumhydroxylapatit ist dafür ein guter Kandidat. Und ich bin sicher, dass es in Zukunft auch andere gute Materialien geben wird, die man einspritzen kann. So, jetzt kommen wir nochmal auf das Timing zu sprechen. Es spielt für uns eine ganz große Rolle, ob ein Patient eine Rekurrenzparese seit einer Woche hat, einen Monat, 3 Monate, 6 Monate oder eben jahrelang schon. Timing. Timing und Material, das man einspritzt,
spielt eine Rolle. Warum? Sagen wir mal, ich habe heute eine Rekurrenzparese ohne ersichtlichen Grund und komme damit zum Arzt. Und der stellt die fest, einseitige Rekurrenzparese. Was möchte ich denn? Ich möchte eine gute Stimme haben und will die Zeit bis zur erwarteten oder erhofften Wiedererlangung der Nervenfunktion, in der Zeit will ich einfach ein Provisorium haben. Wenn ich in den ersten Tagen oder Wochen nach einer Rekurrenzparese eine Überbrückungshilfe will, dann nehme ich etwas, was kurzzeitig hilft, auch wenn es nicht das ideale Implantat ist, aber kurzzeitig. Da ist Hyaluronsäure ein sehr guter Kandidat. Was ist, wenn ich zum Beispiel nach 3 Monaten oder 6 Monaten feststelle, ich habe eine Rekurrenzparese, die Stimmübungsbehandlung hat nicht geholfen und jetzt ist meine Stimme immer noch so, dass ich nicht zufrieden bin. Was kann ich dann tun? Jetzt ab dem 3. Monat spritzen wir das Calciumhydroxylapatit rein. Da gibt es verschiedene Firmen, die das herstellen. Und wenn man das einspritzt, dann kann man eben durch die Modellierung eine so gut wie normale Stimme in vielen Fällen erreichen. Jetzt kommt natürlich von den Patienten immer die Frage, ja, aber wenn Sie jetzt da was einspritzen, kann das sein, dass meine Nervenfunktion so gestört ist, dass das Implantat stört und deswegen das Stimmband nie mehr zur Mitte kommen kann? Und die Antwort ist, nein, das Implantat stört nicht. Wir kennen natürlich auch Fälle, wo noch ganz spät wieder die Rekurrenzfunktion wiedergekommen ist. Bei idiopathischen Paresen ist das ja, sagt man, ungefähr 80%. Und dann sieht man, dass das Implantat, weil es seitlich von der Stimmlippe eingespritzt wurde, nicht stört und die normale Funktion wieder aufgenommen werden kann. Und das ist eigentlich bei allen Implantaten der Fall. Insofern brauchen Sie diesbezüglich auch keine Angst haben. Wenn ein Patient zu uns kommt und mit einer Rekurrenzparese diagnostiziert wird, die einseitige Rekurrenzparese, dann sagt die Statistik, dass in den ersten 6 Monaten nach erstem Auftreten immer noch die Nervenfunktion zurückkommen kann. Aber je länger es dauert, desto weniger sind die Chancen. Nun will man irgendwann mal einen Anhaltspunkt haben, ja, wann ungefähr kann man sagen, dass ich nur noch eine 1%ige Chance habe, dass es wiederkommt. Und das ist für uns Ärzte ungefähr nach 6 Monaten. Also, wenn ich eine Rekurrenzparese jetzt hätte und vor 6 Monaten war mein Ereignis gewesen und ich habe heute immer noch diesen Stillstand oder die Minderbeweglichkeit der Stimmlippe, dann habe ich nur eine 1%ige Chance, dass es wiederkommt und zwar zur vollen Funktion. Aber 99%, dass es nicht der Fall ist. Eine ganz andere Zahl wäre das nach 3 oder 4 Monaten nach dem Ereignis. Da sind die Statistiken schon ganz anders. Leider ist da auch keine Datenlage vorhanden, wo man sagen kann, so viel Prozent ist da ganz genau zu erwarten. Aber in diesen ersten 6 Monaten machen wir etwas, das nennt sich die Probefahrt. Das ist eben das Injizieren von einem Implantat, von dem wir wissen, dass es sich wieder mit der Zeit resorbiert. Da gibt es eben verschiedene Kandidaten von Hyaluronsäure über Fett, über Calciumhydroxylapatit etc. etc. Eine wichtige Information ist noch, wie viel wird denn da überhaupt in die Stimmlippe seitlich eingespritzt? Die Menge ist ungefähr die Bohnengröße. Es ist, wenn man weiß, dass die Stimmbänder nur so klein sind, ist eben das Injektat, was man reintut, eben auch nur ganz wenig. Oder in Millilitern ausgedrückt, nur Teile eines Milliliters, von 0,2 Milliliter bis bei Männern manchmal 1 Milliliter und das wäre schon viel. Wie sieht es aus mit der Augmentation, mit der Einspritzung, wenn Patienten eine dauerhafte Rekurrenzparese haben? Sagen wir mal nach 6 Monaten oder nach 12 Monaten und es hat sich nichts getan. Kann man mit der Einspritzung auch dauerhaft die Stimmlippe in die Mitte stellen? Die Antwort ist ja. Das nennt sich eine permanente Augmentation. Und dann wird etwas reingespritzt. Das ist jetzt ein Silikon, ein spritzbares Silikon, was an der Seite der Stimmlippe verbleibt und dann eben dauerhaft die Stimmlippe in die Mitte stellt. Und diese Inmittenstellung, die will man natürlich gerade besonders gut machen, weil sie eben dauerhaft bleibt. Und dann wird eben nicht nur injiziert oder augmentiert und unterfüttert, sondern es wird dann eben auch modelliert. Auch das kann man in Vollnarkose machen mit
einer Kurznarkose, 20 Minuten bis halbe Stunde mit Modellieren, Patient wacht auf und geht 2 Stunden später nach Hause.